der da den Rudi aus Bremen umsteht. Freistoßspezialisten haben wir ja in Hülle und Fülle. Wollen wir uns schauen, wer ihn treten wird. Herget, Breme, Berthold, sie alle können gezielt schlänzen, Volley schießen. Ja, da hat der gute Matthias Herget aus Uerdingen wahrlich weit übers Tor geschossen. Ran. Litbarski. Ich muss sagen, wir vermissen die langen, raumgreifenden Pässe aus dem deutschen Mittelfeld. Target. Ja, diesmal war es Morozov. Also Bubunov und Morozov, sie kommen übrigens beide hier aus Spartak Moskau, sind nicht gerade zimperlich in der Wahl der Mittel gegen ihre Gegenspieler. 23. Minute, wieder einmal Freistoß, ähnlich, aus der ähnlichen Situation wie vor zwei Minuten. Diesmal ist der Klaus Allof weggerutscht. Da sind aber doch Riesenlöcher in der deutschen Abwehr. Die Abstimmung fehlt noch. Und ich glaube, dass auch Franz Beckenbauer nicht zufrieden ist bislang mit dem Spiel seiner Mannschaft. Die Spieler von Eduard Malofejew sind zweikampfstärker, spritziger, ideenreicher bislang. Gosmanow wunderbar hineingegeben. Wir sehen auch diese Situation nochmal. Hier ist Gosmanow, der viel Freiraum hat. Und dann war es Protasov, der mit einem Absatzkick fast Toni Schumacher überlistet hätte. Im Moment wird Klaus Allof am Spielfeldrand behandelt. Ich glaube, er hat sich bei dem Freistoß den Fuß vertreten und wir erleben den ersten Wechsel. Glaube ich, in der Mannschaft, den Norbert Meyer aus Bremen macht sich bereit. Der Klaus Allof ist böse weggerutscht beim Versuch, den Freistoß aufs Tor zu schießen. Also nach 25 Minuten der erste Wechsel in der deutschen Mannschaft. Norbert Meyer nach 14-monatiger Pause also wieder dabei. Klaus Allof verletzt hinausgegangen. Ja, und Toni Schumacher aus Köln braucht sich über Arbeit nicht zu beklagen. Die Spieler aus Spartak Moskau, Minsk und Kiew haben bislang mehr vom Spiel. Das muss man einfach feststellen. Demjanenko.
Aleinikov und Sigmantovic, Vereinskameraden, verstehen sich da gut. Sie sehen auch am Strafraum immer der Versuch, Doppelpässe zu spielen. Und wenn sich ein Loch auftut, dann wird auch geschossen. Völler. Ja, da kommt keiner helfen. Litbarski, diesmal auf der linken Seite. Das hat er gut gemacht. Und genauso glänzend wie der Schuss von Matthias Herget, die Parade von Rinat Dasajew. Der hätte genau gepasst. Zweiter Eckball für die bundesdeutsche Mannschaft. Wieder der Zajew. Völlermeier. Die Bremer Achse. Hoffen wir, dass es jetzt Norbert Meyer gelingen wird, das Spiel doch ein wenig energischer nach vorne zu dirigieren. Wieder ein gewonnener Zweikampf von Aleinikov. Cherenko. Abseits, klare Abseitsposition von Cherenko. Aber achten Sie mal darauf, wie viele Ballberührungen bei den Sowjets stattfinden, ohne dass ein deutscher Spieler an den Ball kommt. Das ist schon auffällig bemerkenswert. Nach 30 Minuten 0:0 und wir können doch nur hoffen, dass sich die bundesdeutschen Spieler in den nachfolgenden Minuten steigern werden. Es wird wenig gelaufen, Tempo variieren ist gut, aber es muss auch steil nach vorne gehen, so wie hier, wenngleich der Pass von Meyer auf Völler zu lang war. Sigmantovic. Morozov. Wieder einer der Steilpässe und wieder fast die deutsche Abwehr überrascht. Magath. Wo die Völler startet, wird gut angespielt. Also was ist natürlich für Rinat Dasajew kein Problem. Cherenkov hat viel Ballkontakte.
und sie wechseln ständig ihre Positionen. Jetzt Demjanjenko auf der linken Seite. Fünfter Eckstoß für die UdSSR. Ich meine, die deutsche Abwehr tut gut daran, die Spitzen- und Außenstürmer nicht in Manndeckung zu nehmen, den Raum zu decken, zu variieren. Aber man muss energischer beim Gegenspieler bleiben. Schönes Zuspiel jetzt von Magal auf Völler. Morozov. Cherenkov. Ja, Sie sehen, da hat Andreas Bremel wirklich Mühe. Sie kommen aus der Abwehr nicht heraus. Cherenkov. Wenig hohe Flanken in den Strafraum bei den Sowjets. Sie haben eigentlich nur zwei kopfballstarke Spieler, nämlich Protasov und Schivatze, der Libero, der aber nur mit nach vorne geht bei Eckbällen. Ja, sie gehen schon energisch zur Sache hier. Lieber Herr Bubnov. Und da gibt es die erste gelbe Karte. Zurecht, wie ich finde. Meine Rudi Völler kann sicherlich schon eine ganze Menge einstecken, aber hier sehen wir noch einmal, wie Bubnov links und rechts das Bein stehen lässt. Ja, das war ein Pferdekuss, den Rudi Völler da hat einstecken müssen. Magath. Oh, es läuft nichts aus dem deutschen Mittelfeld. Weder Rahn, Magath, noch Matthäus, noch Lebarski sind in der Lage, das Spiel zu diktieren. Bislang jedenfalls. 35 Minuten gespielt. Cherenkov. Ja, das sind doch schon verwirrende, schnelle Spielzüge. Und manchmal hat man den Eindruck, in der deutschen Hintermannschaft laufen sie rum wie die verjährten Ferienkinder. Es ist zu schnell für unsere Mannschaft, was da gespielt wird. Und unsere haben bislang nichts entgegenzusetzen. Berthold rettete da. Ein Foul in den!
aufgestützt. Chivatze war das, der lang aufgeschossene Libero, der hier mit den Armen seinen Gegenspieler zunächst einmal runterdrückte. Schiedsrichter Arto Ravanda aus Finnland gefällt mir bislang ausgezeichnet. Missverständnisse. Da muss man schon zu unlauteren Mitteln greifen, um den Spielfluss der Sowjets zu unterbinden. Cherenkov. Ich glaube, Magath sollte sich jetzt ein wenig energischer um den Spielmacher der UdSSR kümmern. Ja, da hat Lothar Matthäus den Fuß ein wenig drauf gehalten. Morozov war der Leidtragende. Ja, Sie sehen es selbst, liebe Zuschauer, auch nach 38 Minuten ist aus Sicht der deutschen Mannschaft wenig Erfreuliches zu berichten. Die UdSSR macht das Spiel, sie spielt schnell, direkt und unkompliziert. Während unsere Athleten sich einfach schwer tun, aus der Abwehr heraus das Spiel überraschend zu diktieren. Soeben erfahren wir, dass sich Klaus Allofs eine schwere Zerrung im Oberschenkel zugezogen hat, bei Ausführung des Freistoßes. Für ihn kam ja dann Norbert Meyer ins Spiel. Bei der Gelegenheit darf ich Ihnen sagen, dass Franz Beckenbauer mit Malofejew ausgemacht hat, jeweils drei Feldspieler und den Torhüter austauschen zu können. Ah, da geht ja gar nichts in der Abwehr. Ja, da hätten sie mehr draus machen können. Andreas Prime, diesmal Retter in höchster Not. Sie sehen, Berthard hat kaum den Ball, da wird er schon angegriffen. Sie lassen den deutschen Spielern kaum einen Meter, um ihr Spiel aufzubauen. Das ist bemerkenswert. Chivatze, der Libero. Und weit zurückhängend Aleinikov, der defensive Mann im Mittelfeld. Wieder einer der gelungenen Doppelpässe. Und dieses Tor, glaube ich, hätte nicht gezählt, denn Protasov stand bei der Ballabgabe. Ich glaube, wir sehen das hier noch einmal. Klar im Abseits. Morozov, dann der direkte Pass von Cherenkov, aber Protasov
im Abseits. Schiedsrichter Rawanda harmoniert also gut mit seinen Linienrichtern. Einer der beiden pfiff ja gestern Abend das Spiel der U21 gegen die sogenannte B-Auswahl der Sowjets, das die bundesdeutsche Auswahl im Übrigen mit 1:2 verlor. Und wie es bislang aussieht, nach knapp 42 Minuten, sind für die Fußballprofis aus Deutschland die Erfolgsaussichten auch nicht gerade rosig in diesem Spiel. Protasov. Cherenkov kam da fast frei zum Kopfstoß. Und jetzt gibt es zum ersten Mal Beifall auf offener Szene, während hier noch einmal die Slow Motion die Szene von Cherenkov abfährt. So, wir haben noch knapp 120 Sekunden in der ersten Hälfte zu spielen und ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Die UdSSR macht das Spiel, dominiert im Mittelfeld, spielt schnell nach vorn. Im Angriff gibt es reichliche Varianten. Sie hatten auch Torchancen. Mangel und Mängel gab es nur beim Abschluss. Bei der deutschen Mannschaft lief bislang, das muss man einfach feststellen, nichts zusammen.